Ich will lieber noch mal eine Runde Heilung holen gehen. Jetzt gibt's also doch Vorgaben. Ich meine, wenn ich sag, welcher Ring. Es muss schon Ring sein. Und nicht, das Darksein sieht aus wie ein Feuerring. Nein. Oh, der Clarity-Ring. In Dark Souls 1 mag ich ihn immer, aber er ist nie wert, in einen von den zwei Slots ausgerüstet zu werden. Dann bin ich Ring City. Das sind nicht die Regeln. Ich dachte, ich muss keine Regeln machen. Aber ihr macht euch das gerade selber kaputt. Zwei Schläge haben gereicht. Ein Donut, wahlweise ein Sandwich. Manchmal denke ich noch über das Sandwich nach und denke mir, Mann, das war ein gut aussehendes Sandwich, was ich da aus dem Kontakt rausgepult habe. In Dark Souls 2, glaube ich, Features, die mit Geschlechtern zu tun haben. Also in Dark Souls 1 gibt es Rüstungen, die geschlechterspezifisch sind. Mit Dark Souls 1 meine ich Demon's Souls. Das, was ich gerade spiele. Das Donut-Scheiße war 10 von 10 und diese weirde Scheiße am Ende. Hey, das Video heißt drei bizarre Sandwiches und nicht normale Sandwiches. Manchmal muss man Hufeisen sich gönnen. Hast du Angst davor oder was? Ich würde übrigens sagen, 21 zunehmender Mondgras ist eine gute Ausbeute. Hast du alles aufgegessen? Nicht das Horseshoe. Hauptsächlich, weil ich echt nicht das Gefühl hatte, dass ich mir 3000 Kalorien spontan noch reinziehen sollte. Sage's Ring ist auch cool. Was macht Sage's Ring? Wollen wir direkt den Hauptboss machen aus dem Gebiet? Wenn wir schon mal hier sind. Ich sage nämlich, die Antwort ist ja. Fand das erste Sandwich gut. Das war das Beste der Folge. Spellcasting Speed increased as if you had plus 30, 30 higher Dexterity und dann bis zu plus 40. Ach ja, warte. Mit Dex schneller zaubern. Ich glaube, das war auch in jedem Souls-Teil eine Sache, oder? Diesen Boss werde ich totboxen. Was war auf dem Horseshoe eigentlich drauf? Ich meine, das habe ich im Video gezeigt. Es war Toast, dann Hackfleisch, Pommes und der Käsesoße. Und noch ein bisschen Ketchup. Oh, sieht so cool aus. Ich frage mich, wie der im Remake aussieht. Ich glaube, ziemlich cool. Ah, okay, du hast das Video noch nicht geschaut, okay. Ich dachte mir gerade, das ist eine komische Frage, wenn was auf dem Horseshoe drauf war. Jochen der Rochen. Ich hab den Jochen gerochen. Und ihr? So, was ich hier im Großen und Ganzen machen will, ist rennen. Silvertex, 9 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Einfach nur rennen. Und nicht brennen, nur rennen. Ja, fuck, hier wären. Ah, zu spät. Wären noch ein paar Lizards gewesen. Und hier ist er. Der olle Zuverlässige. Der Sturmgebieter? Waffe heißt in dem Spiel Sturmgebieter? Okay. Ich meine, das ist wohl eine Möglichkeit, wie man das nennen kann. Jetzt werden ein paar Jungs geschlachtet. Spezialfähigkeit von hier kostet nicht mal Magie oder so. Macht sie einfach mit dem R2.
wichtigstes Item aus Dark Souls 3 geklaut. Das ist halt schon sehr peinlich. Früher haben sie sich noch neue Dinge einfallen lassen, aber scheinbar ist das bei Demon's Souls nicht mehr nötig. So, wo bleibt der Große? Oh, da ist er! Hallo, großer Mann! Kann man übrigens auch mit Pfeilen und Magie und sowas killen. Sich sehr mutig fühlt. Kann ich bitte? Hallo. Demon's Souls. Klassischer Demon's Souls. Oh, den treffe ich aber. Der hat so einen langen Schwanz. Was die Lore unter dem Rochen, ist die Demon's Souls mehr gefallen? Man kann die Demon's Souls, die man von dem Boss bekommt, nicht, kann man nichts über den Boss nachlesen. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass über den nicht mal was bekannt ist. Oh mein fucking Gott! Willst du mich verarschen? Schätze, ich muss weiter hoch. Stängelbengel, 4 Monate. Resub, wie lieben Dank. Ist er im Remake auch so fürchterlich zu treffen? Was heißt der Lidl-Aim? Ich kann nicht mal was machen, außer anvisieren und hoffen, dass er trifft. Dankeschön! Okay, 2 gute Treffer. Habe ich schon den Flame Lurker gemacht? Nein. Ich wollte den Flame Lurker eigentlich als nächstes machen, um meine Waffe weiter abzugraden, aber dann kam ich in dem Gebiet ganz gut voran. Als ob so einer noch am Leben ist. Hör doch auf. Warum halte ich den Schild überhaupt hoch, wenn ich mehr Schaden nehme, als wenn ich den Schild nicht hochgehalten hätte? Ach, das war ein Treffer. Ich glaube, man ist relativ sicher, wenn man sich hier drin versteckt. Hier kann man übrigens hinter. Heiliger Pfeil! Oh, das ist ein guter Ort hier hinten. Sind Rochen eigentlich Fische? Ich denke nicht. Und der Sturmkönig wurde besiegt. Und ich wurde wiederbelebt. Und wir haben wieder so viele Seelen übrig. Ich wollte gerade Runen sagen, aber das sind keine Runen. Remake trifft ja eigentlich immer ziemlich gut. Der Stormruler meinst du? Im Original ist Luft nach oben, würde ich sagen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Sagenumwobene Heldenseele. Was haben wir hier drüben? Neumondgras. Das ist der gute Stoff. Das ist der gute Stoff. Wollen wir jetzt nächstes direkt Richtung Flame Lurker gehen? Ich denke, es klingt nämlich nach einem ausgezeichneten Plan.
Da unten ist noch was. Vollmondgras wie bei mir in der Hood? Ich weiß ja nicht. Ich habe gehört, ihr habt nur Sichelmondgras. Und die malen es nur schwarz an, damit es aussieht, als wäre es Vollmondgras. Also du kennst den Unterschied nicht und kaufst es trotzdem. Entspricht das der Wahrheit? Sie legen meine Quellen da richtig, was die Vöglein von den Dächern zwitschern. Erwischt? Ich wusste es. Ich wusste es. Reiner Wolkenstein! Du hast die Seele des Erzdämonen an dich gebracht. Der dichte, farblose Nebel wird dich nicht mehr unterdrücken. Das heißt, wir könnten jetzt nach dem Tower Knight weitergehen. Kaspar 396, 2 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Und der Stängelbengel, 4 Monate. Auch dafür, wie viel lieben Dank. Ich denke, ich investiere mal kräftig in Level-Ups. Aber in was für welche? Kondition bisschen Stärke wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Und dann würde ich sagen, mit den restlichen nicht der Sumpf, mit den restlichen Seelen werde ich nochmal schnell das gleiche machen wie davor, denn man kann nie genug Heilung haben. Man kann nie genug zunehmendes Mondgras haben. Außerdem von Mautzi, frischer Sub, auch dafür. Vivi, lieben Dank. Ich glaube, ich werde mir auch gleich was zum Trinken holen. Falls es noch erlaubt ist. Ich hab vor nicht allzu langer Zeit große Freude und sehr viel Geschmack an dem grünen Tee gefunden, den es von Volvic gibt. Es ist einfach nur grüner Tee mit, glaube ich, ein bisschen Zitrone und der schmeckt ziemlich gut. Ich dachte mir, ja, ich denke, das könnte ein gutes zuckerfreies Getränk sein, auf das ich mich einlasse. Wisst ihr, was dann passiert ist? Konnte ich ihn ein paar Mal kaufen und seitdem ist er überall aus. Ich bin letzte Woche am fucking Freitag durch sämtliche Läden gelaufen und ich konnte noch eine Flasche ergattern. Ansonsten sind die überall aus. Ich will keinen Hibiskus-Tee. Ich will den grünen Tee haben und jetzt ist er einfach nirgendwo mehr zu haben, ausgerechnet dann, wo ich ihn haben will. Was soll die Scheiße? Mach einfach selber grünen Tee. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Außerdem... Von Kleber Flauschi. Oh Gott, was ist das? Sind das 10 Giftsubs? Ich glaube, es sind 10. 10 Giftsubs. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Für Dr. Zocker, Martinovic, Werwolf Black, X, Luca, Hamperstock, Christel 15, Teilzeitkeks, Johnny Kromber, Nahezu the Third, Mr. Monk und... Ich glaube, das war's. Vielen lieben Dank. Leute, pusht den Hype Train. Boah, der Hype Train. Boah. All done. Bist du keine PS5? Was? Ich habe viel coolere Konsolen. Ich habe ein CDI. Hast du ein CDI? Dachte ich mir. Von denen sind weniger im Umlauf als von der PS5. Aus dem Nudelfreundchen, 58 Monate Resub. Vivi, lieben Dank. Kauf noch eine Zitrone dazu. Ich habe am Samstag eine Zitrone gekauft. Genau deswegen. Aus dem Eingiftsub von Rasix für You Mega. Auch dafür, Vivi, lieben Dank. Klar habe ich einen. Okay, dann, macht das Boot-Up-Geräusch nach, wenn man ein Spiel startet. Ich warte. Bestell doch bei Amazon. Ich will keine PS5! Ich weiß, dass ich eine bekommen könnte, wenn ich eine will. Stern-Boot-Up-Geräusch. Das ist so falsch. Du hast gar kein CDI. Außerdem von Infinite 21 Monate.
Reset. Du hast 21. Wann hattest du 21 Monate? Vielen lieben Dank. Weil, wie kommst du auf 20 Monate? Jo, Patches ist hier. Well, I remember you. I'm glad I found you. I found some really nice trinkets. Well, we've been long acquainted, so I'm willing to part with them at a special price. But only if you buy today. Well, nur heute? Oh ja, das ist günstiger. Fuck. Fuck, das kostet 500 und nicht 800 wie bei dem anderen. Well, do as you please, but you may yet regret refusing my offer. Wahrscheinlich die Hälfte Gift-Subs. Ja, yeah, wahrscheinlich. ich würde mir schnell was zum Trinken holen, wenn wir schon mal dabei sind. Ich glaube, deswegen haben wir überhaupt darüber geredet. Patches ist der beste Händler, was Kräuter angeht. Er wirkt wie jemand, der ein paar wichtige Kräuter auf Lager hat. Mächtig brannt, aber nichts zum Trinken im Haus. Das will man sich gar nicht erst vorstellen. Okay. Wir wollten zu Flame Lurker, habe ich gehört. Und dann werden wir eine richtige Flame Lurker Party machen. Na, das ist was wert für die 600 Seelen hier hochzulaufen. Ich hoffe doch, du gehst den richtigen Weg. Oh, ich werde erkunden. Ich werde nicht direkt zum Flame Lurker mich runterfallen lassen. Wir werden ein paar Seitengassen gehen. Ich will ja schließlich auch ein bisschen Spaß haben mit dem Spiel. Ich sehe jetzt die Nachricht, unser Sub-Money geht drauf für Spekulatius. Oh, wenn die Spekulatius jetzt schon im Laden hätten, das wär's. Ich meine, ich könnte mir wahrscheinlich Spekulatius bestellen, aber ist nicht dasselbe. Ist einfach nicht dasselbe. Ich werde mein Glück versuchen. Ich denke, ich war erfolgreich soweit. Oh Gott. Ihr wieder. Ihr nehmt ja immer noch nicht mehr Schaden. Au. Ihr seid ja genauso nervig wie beim letzten Mal. Oh, fuck. Die Loren. Die Loren. Au. Moment. Ich habe eine Geheimwaffe. Oh, yes. Sie haben keine Magieresistenz quasi. Oh, das ist der Stoff. Und ja, Chaos, ich habe mir den Magiebuff mitgenommen. Ist das die Lore, von der alle reden? Ich glaube. Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt keinen Grund für mich, diese Jungs hier anzugreifen. Weil die einen alle in Ruhe lassen, wenn man einfach nur durchläuft. Aber das war mir ja wieder mal nicht gut genug. Stör die fleißigen Arbeiter doch nicht. Ach doch, die wollten gestört werden. Das sind große zurückgelassene Panzer hier. Ich frage mich, von welchen Bären, großen Käfern die wohl stammen könnten. Habe ich meine Waffe seit dem letzten Mal abgegradet? Nicht wirklich. Bis zu welcher Stufe gehen Waffen in Demon's Souls? Bis plus 10, oder? Der dicke Kontrolleur.
Nein, dicker Kontrolleur. Hör bitte auf. Vollmondgras 1. 10 normal, 5 alles andere. Okay, mein Bastardschwert wird also auf plus 10 gehen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine sehr gewöhnliche Waffe ist. Wir haben ihn. Also von Josh live, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Ganz vorsichtig. Hey, wir sind hier. Den Weg habe ich in meinem ersten Run aus irgendwelchen Gründen komplett ignoriert. Beziehungsweise komplett übersehen jedes Mal. Die Würmer könnte ich bekämpfen. Aber es sind stationäre Würmer. Und es gibt keinen Grund für mich, sie zu bekämpfen. Denn ehe man sich versieht, ist man auch schon weg von ihnen. Bleib stehen! Nein! Der tu nicht gut ist fast entkommen. Ich glaube, in dem Spiel bekommt man ihr Zeug nicht, wenn man sie den Abgrund runterkickt. Warte, kann ich hier überhaupt weiter? Geht's hier überhaupt schon weiter? Ich glaube nämlich, die Antwort ist nein. Ich glaube, wir wollen wieder zurück zum Fahrstuhl. Und den dann irgendwie runterfahren. Gott, das ist so ein riesiges Gebiet hier. Hey. Stehen bleiben. Nein! Das ist immer das Traurigste, wenn du siehst, wie die Echse langsam im Abgrund runterfällt und du weißt, dass sie und ihre Drops nie wiederkommen werden. Ja. Yeah. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich gehe die andere Richtung. Da war nämlich noch so eine Echse. Vielleicht hat die noch was Schönes für mich. Eventuell ist hier die Grube, wo... Oh nein. Ich dachte mir noch, dass da doch noch zwei Phantoms waren. Oh, der hat guten Schaden genommen. Okay, ich habe das Gefühl, ich bin gerade ziemlich gut unterwegs für die Stelle hier. Ich würde fast sagen, ich bin ausreichend stark. Denn das war fucking einfach. Das hat so gut geklappt, wollte mich verarschen. Ich dachte, die werden mich einfach umbringen. Stattdessen habe ich sie einfach umgebracht. Sie konnte nicht mal sonderlich viel, zur Wehr setzen. Das war ein absoluter Alpha-Gamer-Moment. Oh, fuck, hier ist die Grube mit den ganzen. Ich habe einen erwischt. Cool. Einen einzigen. Ist okay. Ich hätte auch keinen erwischen können, also.
Hätte schlechter laufen können. Electric Wizard. Frischer Sub, wie wir lieben Dank. Darf man in nächster Zeit mit MOP Body Pillows rechnen? Ja. Reiner Hartstein, zu schwer für mich zu tragen. Fuck. Fuck. Es tut mir leid, Stormruler. Aber du wirst nicht mehr gebraucht. Ich habe es mir nicht so ausgesucht. Hast du noch den Traglastring? Ja, yeah, aber hier hinten gibt es sonst nichts weiter zu sehen. Das heißt, ich kann auch direkt schnell zurück und die ganzen Steine ablegen. Hier ist nämlich ein guter Punkt, um nochmal abzuhauen. Ich mag die Echsengruppe mittlerweile immer im Hyper-Mode. Also der RTSR und Marine Blade und Thiefring schießt die Echse mit dem Bogen ab. Oh, das klingt ziemlich effizient. Und hier hinten war noch was. Versuch Finger, aber Loch. Das können die kaum machen, reinrennen und Firestorm vielleicht. Ich denke, sie sind eh darauf aus, dass man nur ein oder zwei mitnimmt. So einen einfach ein bisschen anpissen. Sie zeigen einem, was man alles haben kann und sagen sie, ja, aber du kannst nicht wirklich haben. Und jetzt wird erstmal Zeug abgelegt. Hello again. I'm keeping a close watch on your belongings. Rest assured. Der alte Stock bei Thomas passt auf alles auf. Oh, das sind schwere Upgrade-Materialien. Sehr schwere. Ich bin nicht überrascht, dass ich komplett überladen war gerade. Oh mein Gott, die wiegen so viel. You have a I'll excuse the rudeness, but only this once. You're lucky that... Cool. No interest. Danke, Spiel. Nein! Patches ist weg. Dabei wollte ich Heilung kaufen. Die könntest du vom Händler am Anfang von 2.1 kaufen. Am Anfang von 2.1 ist ein Händler? Achso, der. Oh, die Hartstein-Champ, natürlich. Ich habe kurz 2.2 gedacht. Ich denke, ich werde die mal eben mitnehmen. Ja, yeah, Waffen-Upgrade in Demon's Souls ist super anstrengend. Ich denke, am meisten mochte ich Waffen-Upgrade in Dark Souls 1. Hauptsächlich, weil man mit Funkeltitanit so schnell die Waffe ausmaxen kann. Und das wäre mir ziemlich angenehm. Besonders in Demon's Souls ist, dass es ein paar Waffen gibt, für die man gar nicht upgraden kann. Aber die sind, glaube ich, auch alle scheiße, außer es ist diese Dämonenwaffe oder sowas. Warum immer nur Scharfsteinscherben? Ich brauche Hartsteinscherben.
Drei Stück haben, glaube ich, gefehlt. Dieser Fall ist immer tiefer, als man sich vorstellt. If it be a blacksmith, then Bastardschwert plus 5. Okay, ich bräuchte dann noch mehr große Hartsteinscherben. Well done. Let me go. Vielleicht bekomme ich das hin. Ich würde es von Demon's Souls mögen, wenn man nicht immer noch für jede Stufe zusätzlich kleinere Materialien bräuchte. Auch dann habe ich das Gefühl, dass von Demon's Souls ist einfach nur extrem unübersichtlich irgendwie. Warte, hat Elden Ring nicht im Großen und Ganzen? Naja, mehr oder weniger. Nein, eigentlich nicht. Elden Ring hat nicht, also Demon's Souls. Ich meine, aber wenn man die kleinen Materialien nicht hätte, dann wäre es aus Demon's Souls doch das gleiche wie in Dark Souls 1, oder nicht? Ja, wobei, man hat verschiedene Hard- und... Naja, okay, nein. Man hat verschiedene Upgrade-Materialien für Dex- und Stärkewaffen. Schon ein bisschen anders. Für nur Dark Souls und Dark Souls 2 haben es richtig gemacht. Demon's Souls ist ein schlechter Scherz und Dark Souls 3 und Elden Ring benötigen viel zu viele Scherben pro Upgrade. Ja, yeah, Elden Ring gibt es viel zu viele, vor allem weil die Waffen oft bis plus 25 gehen. Jeder Upgrade-Pfad hat halt seine eigenen Materialien. Ah, stimmt, stimmt. Die meisten davon habe ich noch nie verwendet, wie zum Beispiel diese Spinnensteine. Au! Warum machst du mir so viel Schaden? Was soll das denn? Was greifst du mich überhaupt einfach an? Ich laufe nur durch die Gegend und lebe mein Leben. Ihr wollt mir das kaputt machen aus irgendeinem Grund. Spinnen sind halt auch nur für Bögen und ist dafür das beste Upgrade. Yeah. Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich einen Bogen verwendet in Demon's Souls. Okay. Seht ihr, in anderen Spielen wird man selber immer nur in die Hitbox von Gegnern geworbt. In Demon's Souls ist es anders. Da warpen sie Gegner in deine Hitbox. Na warte, hier war ich auch schon. Ich meine, ernsthaft, wie konnte das ein Backstab werden? Der wurde 2 Meter zur Seite geworfen, damit das irgendwie hinhaut. Muss wohl irgendwie am äußersten Rande der Hitbox gewesen sein oder so. Bleib stehen! Große Hartsteinscherbe! Ich denke, es spricht nichts dagegen, hier nochmal rüber zu gehen. Und zu schauen, ob ich noch was mitnehmen kann. Oh mein Gott, komm schon. Ich hab 2 erwischt. Nein, das ist okay. 2 Stück. Ist eine okay Ausbeute. Wie groß? Was? Wie groß? Die Hitbox? Hitbox war so groß. So riesig. Das ist die große Hitbox für einen Backstab. Habt ihr mal jemanden ein Schwert in den Rücken gerammt? Ja, hier war die Stelle, die mir nicht gefällt. Da waren nämlich explosive Kugeln. Ist das eine andere Bezeichnung für Bäuerchen machen? Nein. Au. Ja, war ein wilder Kindergeburtstag. Au, verstehe. Davon habe ich, glaube ich, in der Zeitung gelesen. Au!
Das ist so dunkel und so eng. Patches, mein Alter. Wie sieht's aus? Oh, hello again. Hey, don't turn a cold shoulder. I didn't mean to do you wrong, really. Oh, I have an idea. That treasure over there should be mine. But I'll let you have it. I promise. No tricks. I won't move a muscle until the treasure's safely in your hands. You can trust me, can't you? I'm just trying to do right and make amends here. Ich glaube, wir müssen erst diesen Bärbug ausschalten. Oh mein fucking Gott. Ich dachte, dass ich mit dem Magiebuff ein bisschen Bonusschaden machen würde. Ich meine, es ist wahrscheinlich ein bisschen Bonusschaden, aber es ist trotzdem noch so wenig. Das ist nicht gut. Was ist die Schwachstelle von denen? Wie kann man die akzeptabel schnell ausschalten? Magie? Ich habe doch schon Magie-Buff auf der Waffe. Magie und stumpfe Waffen. Okay. Oh Gott, ich mache halb so viel Schaden ohne den Buff. Das ist nicht gut. Ich glaube, der gibt nicht mal sonderlich viele Seelen, wenn man ihn killt. Jede Sekunde. Oh fuck! Wie gesagt, ich das noch gekillt. Oh, ich hab fast vergessen, dass die explodieren, wenn sie sterben. Ring der Flammenresistenz. Der könnte gegen einen gewissen Bossgegner hilfreich sein, oder? Wenn man gegen Flamelurker den Flammenresistenzring ausrüsten. Ich meine, vielleicht. Ich hole mal meinen Schatz ab und dann reden wir mit Patches. Keule? Der kann ich bestimmt guten Schaden gegen die Jungs machen. How did you do that? You. Patches ist nicht so gesprächig heute irgendwie. Das macht mich ein bisschen traurig. Denn ich würde mit meinem alten Freund Patches gern noch mehr Worte wechseln. Scharfsteinklumpen. Vor allem würde ich mir wünschen, dass er mir ein paar Dinge verkaufen will. Ich könnte mir 9 zunehmende Mondgräser kaufen. 9. Wie stark wäre eigentlich die eine Shitkeule? Ah, die habe ich gar nicht dabei. Die eine Shitkeule, die ich mal gefunden habe, die man nicht upgraden kann. Ah, ich glaube, die ist super schwach. Ist eigentlich nur dafür da, dass man später Bosswaffen machen kann. Weil die Bärbugs ja eine Schwäche gegen Stumpfschaden haben. Da dachte ich mir, vielleicht ist die Shitkeule okay, wenn sie nicht mal Upgrades hat, aber das weiß ich wirklich nicht. Ja, nein, 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 nein. Weil die Keule, die ich gerade gefunden habe, kann man auch nicht upgraden. Macht auch keinen guten Schaden. Wollen wir ihn mal auf den Kopf damit.
Nein, 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 nein. Das wird nicht geschehen, dass ich das machen werde. Ab irgendeinem Punkt muss man sich dann auch entscheiden, ob das Leben nicht irgendwann mal zu kurz für sowas ist. Mal schauen, welche Falle ich dieses Mal gelockt werde. Hey! Das ist keine Falle, das ist einfach nur despawned. Ich wünschte, es wäre eine Falle gewesen. Oh Gott. Ich schaue mich mal hier hinten noch um. Shit. Oh Gott. Irgendeiner ist gestorben. Nein, an den Würmern da oben komme ich vorbei. Frisches Gewürz. Das hätte mich umbringen können. Aber jetzt schaut euch die Ragdoll an. Sehr stark dominiert. Einfach den Händler übersehen. Da war ein Händler. Die kleinen Fliegenden mag ich nicht unbedingt sehr viel mehr als den großen. Pass mal auf. Oh, Drachensteinscherbe ist für Feuerwaffen. Als ob ich jemals eine Feuerwaffe machen würde. Haben Feuerwaffen noch Scaling in dem Spiel? Der bestversteckte Händler, den ich kenne. Oh, den werden wir noch finden. Er war es nicht. Er ist einfach nur der olle Patches. Gott. Dunkeldreieckschild plus 2. Der klingt so, als ob er besser wäre als mein Schild. Ist er das? Ich glaube, er hat mehr Schadensminderung, oder? Ja, ich glaube, der Dreieckschild ist besser. Wenn auch nur ein bisschen. Hat höhere Magieresistenz. Ich weiß gar nicht, ob mir das an dem Punkt noch was bringt, aber... kann wahrscheinlich nicht schaden. Aus dem Weg, Wurm, ich suche gerade einen Händler. Und ich möchte nicht wissen, ob du ihn gesehen hast. Hör auf. Okay. So weit, so gut. Ich bin schon vorbei an dem Händler, oder? Ich denke, wenn ich durch die Nebeltür gehe, dann ist es schon zu spät. Oh, könnt ihr bitte alle mal weggehen? Schäme mich wenigstens nicht anzugreifen. Ich bin an dem Händler schon vorbei. Das ist kein Händler. Hier hinten ist auch noch ein toter Typ.
Aha. Was will ich gut hingekommen, um den zu sehen? Das ist wirklich blöd. Oh. Remember me. I've got plenty of wares. So bring me plenty of souls. Ja, der ist ziemlich gut versteckt. Ich nehme mal ein paar große Hartsteinscherben mit. Ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Aber ich denke, es kann nicht schaden. Top 10 Secrets in Videospielen. Nein, einfach Top 10 Secrets generell. Egal in welchem Bereich, das ist ein Top 10 Secret. Oh Gott, hier kommt doch noch irgendwas Nerviges auf mich zu. Hallo? Ist da was Nerviges? Okay, nicht zu nervig. Ich habe noch genug Magie, um einen Buff zu machen. Schlechter Standort für eine Filiale. Das hat noch nie einen Penny davon abgehalten, irgendwo aufzumachen. Ist das sein Kopf oder sein Arsch? Nein, ernsthaft. Ich glaube, das ist sein Gesäß, oder? Nein, das ist sein Kopf. Keine Sorge, das schaffe ich. Es wird nicht so lange dauern. Ich weiß gar nicht, was die Anschuldigung überhaupt soll. Das ist doch ein Blitz, das ist doch ein blitzschneller Kampf. Gut durch die Quarantäne. Vielen Dank. Shit. Ich hoffe, du hast Gewürze dabei. Oh, ich hab die Taschen voll mit Gewürzen, mein Freund. Außer von Detronics, 25 Euro. Streams und Video helfen mir gerade gut durch die Quarantäne, vielen Dank. Die Quarantäne klingt für mich nach einem ganz normalen Alltag. Aber freut mich und gute Besserung. Außerdem, vielen, vielen lieben Dank für die 25 Euro. Ankerkraut? Nein, Ankerkraut hassen jetzt alle, die haben an Nestle verkauft. Da sagen sich alle Streamer, ich bin zwar auf einer Amazon-Plattform, aber wenn jemand mit Nestle zusammenarbeitet, da hört es ja wohl deutlich für mich auf. Okay, es klingt besser, wenn man es sagt, aber ich weiß nicht. Das war so ein Skandal kurz. Was soll die geraced Augenbraue? Oh oh. Das hat fucking ewig gedauert. Und ich bekomme eine Scherbe, die ich nie verwenden werde. Ich glaube, der kam von da vorn. So ein Streamer lieber zum Maxer. Keine Ahnung. Wenn man sich so gegen böse Unternehmen ausspricht, aber ohne jemals Wort darüber zu verlieren, auf einer Amazon-Plattform unterwegs ist, muss ich mir die Frage stellen, sind das Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen, oder ist es nur eine Sache, die gerade gut klingt, weil es, weil es gerade im Trend ist. Fand ich komisch. Bin ich hier, wo es die Fäuste der Götter gibt? Nein, ich bin noch lange nicht da.
Salz, Pfeffer muss reichen. Ja, aber für Pfeffer mussten wir einiges auf uns nehmen, um an den vernünftig zu kommen. Deswegen ist es eine Beleidigung, wenn du sagst, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. So seltsam drüber nachzudenken, dass Pfeffer nicht wirklich eine Sache ist, die wir immer einfach hatten. Drachenlangschwert plus 1. Ich glaube, das ist sogar ganz cool. Oh ja, das macht super guten Schaden. Das Problem ist nur... Warte, wo sehe ich denn das Scaling? Oh, es hat kein Scaling. Es hat keins, okay. Das ist ein Problem. Und dass hier Gegner sind, Feuergegner sind, das ist auch ein Problem. Stimmt schon, nur finde ich, muss man vielleicht auch erwähnen, dass man bei den Werbepartnern eher eine Wahl hat als bei den Plattformen. Ich meine, Twitch ist nicht die einzige Plattform, aber ja, sind alle ziemlich fürchterlich. Oh oh. Wo könnte ich hin? Weil von hier war ich. Oh, wahrscheinlich müsste ich hinter dem Bärbug vorbei. Ich will den nicht auch noch bekämpfen. Das dauert wieder Jahre. Ist das dein Kopf? Oder dein Arsch? Rasex, ich rede mit dir. Fuck, das ist der Kopf. Das ist mein Arsch, dank der Nachfrage. Okay. Einfach immer Abstand halten. Warte, kann ich auch einfach an der Seite von ihm stehen? Shit. Er hat meine Taktik durchschaut. Einfach eine neue Plattform kreieren. Was hält euch auf? Mich hält auf, dass ich keine Lust habe. Wisst ihr, was gerade eine Sache ist, an die ich wieder denken muss? Es gab ein fucking Lied, das für eine Zeit lang überall war und zwar wirklich anstrengend. Und dieses Lied war "Du hast den schönsten Arsch der Welt". Konnte ich nicht leiden. Es war genauso ein Lied für die Teenager, die dann auch sagen: Oh, was willst du zum Trinken? Ich hätte gern ficken. Oh Gott. Von Pitbull? Wahrscheinlich. Hat Attila Hildmann nicht noch eine eigene Streaming-Plattform? Ich rede von relevanten Streamern. Ich meine, ich rede von gar keinen Streamern dabei. Oh Gott! Hör auf. Der ist so agil. Ninja. Ja, lass mal stecken.
Mein ehemaliger Mitbewohner war ein riesiger Alex C-Fan, da kam so Musik täglich. War das der Typ, der das Lied gemacht hat? Danke übrigens für einen furchtbaren Ohrwurm. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie das Lied ging. Das heißt, ich kann damit gut leben. Und der bitte. Oh, wir sind hier. Okay. Alles cool. Ich bin nur unterwegs. Lasst euch von mir nicht aufhalten. In meiner alten WG gab es Kopfhörerpflicht dank mir. Es klingt so, als ob du das Problem gewesen wärst und nicht die Lösung. Ehrlich gesagt. Nein! Was soll ich ohne die Fäuste Gottes machen? Er ist der Alex C-Fan von gerade eben. Okay. Du hebst sie jetzt auf. Ich habe keinen Platz. Ich will nicht. Ich werde die eh nie verwenden. Wünscht mir Glück! Der sieht übrigens im Original auch ein gutes Stück anders aus als im Remake. Ich glaube, im Remake war er sehr viel mehr wie ein Mensch, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass ich da ein paar Screenshots gesehen habe, bevor das Remake rauskam. Ja, wobei, man sieht hier auch ein bisschen seinen Kopf. Okay, Flammenschleicher, au. Läuft gut. Läuft hervorragend. Ich würde ihn treffen. Gott. Ich habe schon so viel Schaden geschafft. Ich wollte doch rollen. Oh mein fucking Gott, ohne den Buff ist mein Damage komplett fürchterlich. Das war gut. Ich sehe nichts. Nein!
Gott! Heilung. Fehler. Keinen Fehler machen. Oh! Nicht der schlechteste Flamelurker-Kampf meines Lebens. Nicht der schlechteste Kampf meines Lebens. Gerade mal 22.000 Seelen, wollt ihr mich verarschen? Kommt die mir mit 22.000 Seelen für den Kampf? Yo, Patches! Well, we've been long acquainted, wow. So I'm willing to part with them. Ich dachte mir, ich gönne mir heute mal ein bisschen Heilung. Ja, das Gefühl, die habe ich mir verdient, ehrlich gesagt. Man weiß nie, wann man mal ein bisschen Vollmondgras brauchen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Außerdem von Sir Blood Warrior, frischer Sub, wie viel lieben Dank. Jetzt der beste Boss. Du meinst der Boss des Spiels schlechthin? Reden wir von dem Boss aus dem Intro? Denn die Antwort lautet ja. Habe ich mal vor, das Remake von Demon's Souls zu spielen? Nein. Oh ja, ich wollte noch ein bisschen Zeug ablegen. Was ist das für eine Versammlung hier? Hallo again. I'm keeping. Was habe ich sonst noch gefunden? Oh ja, eine Menge Ausrüstung, die ich nicht wirklich brauche. You have a heart. Nein, er hat's gesagt. Er hat es mit dem Herz aus Gold gesagt und ich war nicht da. Oh, 8 Hartsteinscherben. Nee, sehr gut. Ganz ruhig bleiben. Kannst ja los, weil vielleicht borgt das Spiel für ein Wochenende. Aus dem Roof for You TV, 3 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Ich überlege gerade, wie viel ich heute noch machen will in dem Spiel. Die Sache ist nämlich, dass an sich nicht mehr zu viel fehlt. Legendäre Soldatenseele 8000. Ich brauche 8 Hartsteine. If it be a blacksmith. Plus 6. Wow! Für plus 7 fehlt mir 8. Oh, schon hey, wieder die 8 Hartsteinscherben. Jetzt können wir vernünftig upgraden. Ja, Demon's Souls ist ein relativ kurzes Spiel. Okay, pass auf. Wir machen noch 2 Demon's Souls, okay?
Und dann meine ich, wir werden jetzt noch den einen Drachen machen und dann... Dann noch den Sumpf, okay? Dann habe ich beim nächsten Mal noch das Schloss, den letzten Boss und das fucking größte Gebiet im Spiel. Das vor den Gargoyles ist nämlich... Ich würde sagen, dass wir den Rest heute machen könnten, aber dieses Gebiet vor den Gargoyles. Huiuiuiuiuiuiui. Da werde ich ein paar Minuten sitzen. Wie, du bist beschäftigt. Mach meine fucking Waffe. Wir können inzwischen auch Bosswaffen machen. Ja, dafür fehlt mir ein bisschen was. Bloodborne kann man aber tatsächlich auch ähnlich schnell wie Demon's Souls durchspielen. Außer man nimmt noch die DLCs, das DLC mit. Wenn man DLC noch mitnimmt, dann ist man Bloodborne dann doch ein gutes Stück länger beschäftigt noch. Aber ohne nicht zu lange. Ich traue mich übrigens nur den Sumpf zu machen, weil ich den einen Schild habe, mit dem ich HP regenerieren kann. Oh. Gut. Kommen wir zum KSD Flammenschleichers. Wofür steht KS? Irgendwann spiele ich Bloodborne bestimmt. Ich mochte meinen ersten Playthrough von Bloodborne nicht, aber danach mochte ich es immer mehr. Für die beiden Spiele haben viele Parallelen. Alle Souls-Spiele haben halt viele Parallelen. Ich denke, dass man auch die verschiedenen Gebiete in Bloodborne über Grabsteine ansteuert. Das ist sehr ähnlich. Und man hat nicht das Estus-System. Ja doch, ich denke, zwischen Bloodborne und Demon's Souls gibt es überdurchschnittlich viele Ähnlichkeiten. Was ist das? Okay. Welches Souls-Spiel ist mein Liebstes? Ich denke Bloodborne aktuell. Müsste halt eine PS4 kaufen, das einzige andere Spiel, das ich spielen würde, wäre Digimon. Ja, Next Order kam, glaube ich, nie außer von der PS4 raus. Ja, ist ungünstig. Wir haben auch noch nicht ganz die Zeit erreicht, wo man eine PS4 wirklich günstig bekommt. Ich denke, wenn man eine PS4 für 80 Euro oder so bekommt, dann ist es der Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Dieser Bosskampf ist aus irgendwelchen Gründen Stealth. Und wir können nicht zum Dragonbone Smasher. Schau ich das Schwert an, wir kommen nicht ran. Findest du die PS3-Version noch spielbar gegenüber der PS5-Version? Ich habe die PS5-Version nicht gespielt, aber klar, warum nicht? Ich meine, wenn es dir so wichtig ist, nur neue Videospiele zu spielen, dann wahrscheinlich nicht, aber... Au. Ich lebe! Das hat er ja auch kaputt gemacht. Oh, fuck. Bedienen! Für diesen Boss habe ich beim ersten Run so fucking lange gebraucht. Demon's Souls fühlt sich jemand flüssiger an als Dark Souls 1 auf der PS3. Nein. Nein. Nein, tut es nicht. Ich meine, ja, Dark Souls 1 auf der PS3 hatte absolute Ausfälle, aber... Generell würde ich sagen, nehmen sie sich nicht wirklich viel.
Das ist mir nicht wichtiger, wenn es von dem Game eine 60 FPS-Version gibt, kann ich persönlich nicht die 30 FPS-Version spielen. Ich meine, zu sagen, dass Demon's Souls mit 30 FPS läuft, ist sehr mutig. Aber ja, mir ist das üblicherweise egal. Ich bin sehr erstaunt, dass ich die Steine mit einem Schlag kaputt machen kann. Der hat mich nicht erwischt. Ihr Drachengott, bist du eigentlich dumm oder so? Mein erstes Souls-Game war Dark Souls 3, deswegen kann ich mir die Grafik von 1 und 2 nicht geben. Aber du weißt, dass es auch Art Direction gibt, die über mehr Polygone hinausgeht, oder? Oder sind das Dinge, die für dich nicht von relevant sind, sondern einfach nur, dass es auf dem neuesten Stand der Technik ist und das ist alles, was dafür zählt? Was heißt das? Das heißt, dass Dark Souls 1 interessante Gegenden hat, die man sieht, man denkt sich, oh ja, das ist eine interessante Gegend hier. Ich sehr seltsam finde, wenn man sagt, oh ja, nein, das kann ich mir nicht anschauen. Sieht doch wie scheiße aus. Du es halt wirklich nicht. Es wird Leute geben, die Spiel spielen, als älter als 3 Jahre ist. Das ist so peinlich. Das ist so peinlich. Ring des Meisters. Oh, wir kommen immer noch nicht ran. Hey, ich denke, Lost Iceleth ist optisch ein cooles Gebiet. Es hat nur andere Probleme, mit denen wir alle vertraut sind, aber rein optisch ist Lost Iceleth ein cooles Konzept. Oh ja, der kann angreifen. Das vergesse ich immer ganz gerne. Und das war der Drachengott. So, dann will ich noch das mitnehmen. Ich glaube, es war einfach nur Heilung. Gute Idee, aber Umsetzung, Du meinst den Drachengott? Ich meine, ich denke, er ist okay für Demon's Souls. Das Konzept war sowieso, dass jeder Boss was anderes machen sollte. Und generell, die Demons, die man bekämpft, die sind eigentlich alle nur so ein Gimmick-Boss. Ist natürlich nicht optimal gealtert, aber ich meine, sie mussten auch erst herausfinden, was gut funktioniert. Ich glaube, jetzt kann ich den Bone Smasher holen, oder? Yeah. Seid ihr bereit, eine Waffe zu holen? Oh, ich würde sagen, Lost Iceleth und Drachengott sind, ich denke, es gilt für beide, dass sie coole Ideen sind, aber die Umsetzung ein bisschen, Immerhin hat nicht jeder Boss mindestens 2 Phasen. Es war zu Dark Souls 3 und Bloodborne-Zeiten eine Sache. Hartsteinklumpen! Oh, seid ihr bereit? Der Drachenknochenbrecher!
Das ist eine vernünftige Waffe. Schau euch an, wie viel Ausdauer sie benötigt. Ich denke, der Dragonbone Smasher ist super cool. Aber ich befürchte, ich habe nicht den Bild dafür. Damit kann man Drachenknochen brechen. Finde Battle of Chaos Boss in Dark Souls 1 zum Beispiel sehr verwirrend und komisch umgesetzt. Ich meine, an dem Punkt kann ich da, ich lasse das nicht mal als Meinung durchgehen an dem Punkt, dass einfach... Ja, das ist das Problem an Battle of Chaos. Später aber doch gesell ich mich dazu, wie sieht's aus? Wir werden in den besten Sumpf der gesamten Souls-Reihe gehen. So sieht's aus. Thou seekest soul, then soul of the mind, key to life's ether. Na, ich bekomme wenigstens ein bisschen Stärke dazu, wenn ich... Angriff dazu, wenn ich Stärke level. Spielst du doch Demon's Souls, nicht Bloodborne? Weil es gibt einen nervigen Sumpf in Bloodborne. Aus irgendwelchen Gründen wollte ich nochmal hierhin zurück, um kurz sehen zu holen. Dabei Patches noch ein bisschen Dingens Heilung zu holen. Das ist der komplett falsche Weg. Gibt's ein Souls-Spiel ohne Sumpf? Nein. Aber warte, gibt's denn... Ich meine, gibt's in Bloodborne wirklich einen Sumpf? Klar. Okay, und wo, wenn es so klar ist? Viele? Albtraum und Wald. Oh ja, der Albtraum, yeah. Gab es im Wald einen nennenswert großen Sumpf? Ah ja, das ist bei Amygdala absolut richtig. Deshalb bei Amygdala ist alles, was ich wissen muss dazu. Er ist aber noch halbwegs okay, weil man durchrollen kann. Es sind halt diese kleinen Tümpel. Ja, du sagst es schon, Tümpel. Nicht Sumpf. Der Sumpf bei Amygdala ist echt klein, also naja. Der Sumpf bei Amygdala ist sehr verwinkelt und es gibt sehr viele kleine Seitenwege, wo das Ganze noch ein gutes Stück weitergeht. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Das heißt, vielleicht hast du davon einen übersehen. Ich frage mich, ob es Kingsfield 4 einen Sumpf gibt. Kann man eigentlich die Kingsfield-Teile auf der PlayStation 1 in Europa raus, beziehungsweise Deutschland? Sollten sie, oder? Ich glaube, ich würde mir nämlich auch gerne mal Kingsfield 1 vielleicht anschauen. Och, 2 und 3 kamen raus. Okay, also keine 1. Es gibt Gifthöhlen in Kingsfield 1, 2 und 4. Oh, die Gifthöhle aus Kingsfield 4, mit der bin ich vertraut. Da habe ich mich durchgeschlagen mit fucking Skeletten, die durch den Gift... Oh, warte. Natürlich, in der Gifthöhle war Sumpf quasi. Eins ist Japan-exklusiv. Kingsfield 4 ist der einzige Teil, den ich besitze von der Reihe. Zunehmender Mondgras. Good stuff. Good stuff. Gab es nicht mal ein Game von From, wo man Waffen hatte? Ich vermute, du meinst Schusswaffen? Ich meine,
From Software haben, glaube ich, 95 Spiele oder so gemacht. Also wahrscheinlich. Es gibt so einige From Software Spiele. Okay. Ja, bei Armored Core ist... Ich meine, in Armored Core hat man auch Waffen, aber ich glaube, das würde man mehr als das Roboterspiel bezeichnen. Okay. Oh, KS steht für Keilstein. Sogar Eternal Ring auf der PS2 ein Giftsumpf? Gott. Lustig, dass du es gerade angesprochen hast. Ich habe eben erst wieder Kingsfield 4 angefangen, bei der Gifthöhle bei den Zombies unten aufgehört. Die Gifthöhle fand ich gar nicht so wild. Es wird nur danach sehr kryptisch. Ich musste sehr auf den Walkthrough schauen, um weiterzukommen. Ah, shit. Ich habe kein Zeug abgelegt. Ich liebe es, dass du Arnold Core geschrieben hast, statt Armored Core. Wenn Arnold Core Giftsumpf bekommt, werde ich nicht begeistert sein. Football-Schädel, was soll die Scheiße überhaupt? You have a heart of gold. Nein, ich bin schon wieder weggegangen, wer das gesagt hat. In Kingsfield bewegt sich irgendwie alles so träge. Ich meine, meinst du Teil 1 wahrscheinlich? Teil 4 ist nicht so träge. Ist halt sehr clunky und sowas, aber... Ich denke, man muss schon Spielen aus der Zeit was abgewinnen können, um sich an Kingsfield oder sowas heranzuwagen. Ansonsten wird man nicht glücklich damit. Denn die Spiele sind selbst für Spiele ihrer Zeit sehr clunky. Weil die PS1-Teile sind... Teil 4 ist so langsam. Ich meine, ja, ist nicht das schnellste Spiel. Aber Teil 4 hat ein paar absolute Hits. Hast du schon mal Retro-Spiele gespielt? Yeah, ich habe durchaus schon mal Metroid Prime für den Nintendo GameCube von Retro Studios gespielt. Ich sehe absolut nichts. Wenn ich hier runtergehe, komme ich dann nicht irgendwie auch zum Moonlight Greatsword? Metroid Prime 2 Randomizer, das waren Zeiten. Oh, das waren Streams, die nicht viele Leute geschaut haben. Ich weiß noch, dass bei einem Metroid Prime 2 Randomizer Stream, da gab es dann der Würde gebannt, weil er hatte irgendwas Dummes geschrieben, keine Ahnung. Oh, da kann man die Brücke rüberlassen. Dann hat er irgendwie seinen großen Bruder oder keine Ahnung, hat er im Chat geschrieben, hey, kann er vielleicht entbannt werden, es tut ihm leid und sowas. Dann meinte ich so, okay, ja, yeah, okay, warum nicht, okay, was auch immer. Und habe ich gesagt, was der Name von ihm und der Name war dann E-Gag, also einfach Keggy rückwärts. Und dann habe ich auch gesagt, es tut mir leid, aber nein. Nein, ich werde ihn nicht entbannen. So, der Schild, den ich habe, mit dem regeneriere ich Leben. Ich weiß, dass es so aussieht, als würde ich... E-Gag LP. Ich weiß, dass es so aussieht, als würde ich keine Leben regenerieren, aber es wäre noch schlimmer ohne diesen Schild. Ich muss sagen, das Gift macht sehr viel mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Und das ist nicht gut.
Hat jemand schon mal einen No-Damage-Run in Demon's Souls gemacht? Ich hoffe doch. Wann läuft eigentlich Vergiftung in Demon's Souls ab? Kann man das irgendwie nachschauen? Trägst du noch einen Regenerationsring? Ich glaube, den habe ich nicht. Nein. Kein Regenerationsring für mich. Ich rede nicht von No Hit, ich rede von No Damage. Ich weiß, dass Leute Demon's Souls No Hit gemacht haben. Bringt der Giftresistenzring überhaupt was? Ja, ich bin erst 5 Sekunden später dann vergiftet oder so. Das heißt, ich werde mir gar nicht erst die Mühe machen, ihn auszurüsten. Denn ich befürchte, das wäre absolute Zeitverschwendung. Wann gehen die Dark Souls 1 No-Hit-Runs wieder an den Start? Na, ich glaube gar nicht. Ah! Ich kann nicht weglaufen, weil ich im Sumpf bin. Das Spiel hier ist Shadow Tower. Shadow Tower hat, glaube ich, jemand gemeint vorhin sogar. Außerdem von Leon Jan, 42 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Ich kenne da einen, der macht die regelmäßig. Meinst du No-Hit-Runs? Ich meine, es gibt eine Menge No-Hit-Runner. Die No-Hit-Ära ist vorbei. Würde ich halt auch sagen. Vor allem Elden Ring No-Hit-Runs sind auch shit. Ehrlich gesagt. Weil man einfach für fucking 2 Stunden unterwegs ist und Zeug sammelt, bis man anfängt und auch generell habe ich das Gefühl, das Konzept von No-Hit-Runs hat sich über die Jahre sehr abgenutzt. Die guten alten Speedruns sind am Ende des Tages doch das, was man will. Du kannst nach dem Any%-Run nicht einfach so aufgeben, du Baby. Doch, kann ich. Fun-Runs sind der heiße Scheiß, du meinst Challenge-Runs. Aber generell, Spaß haben in Videospielen. Sehr hilfreich für seine Runs. Oh, 128 Schaden pro Schlag. Was seid ihr davon? Ich habe bei meinen Challenges aber keinen Spaß. Das ist eine Lüge. Niemand außer dir und Kappa hätte bei diesen Challenges Spaß. Wobei, ich weiß gar nicht, ob Kappa solche dummen Challenges überhaupt macht oder ob er... Ich glaube, er sammelt einfach nur viele Rüstungen in Dark Souls 2. Außerdem von Keja, 28 Monate, resub, vielen lieben Dank. Broken Sword Run in Dark Souls 1 ist so langweilige Scheiße, oh mein fucking Gott. Erinnert mich nicht an Low Damage Runs. Die sind so dermaßen nicht spaßig. Leute denken immer, dass sie sie sehen wollen, dass sie lustig wären. Aber dann schaust du den Typen zu, der für fucking 20 Stunden auf den Boss einprügelt, der immer die gleichen 4 Angriffe macht. Oh mein Gott. Ich hab nie verstanden, warum ihr alle für eine Zeit so heiß auf Broken Sword Runs wart. Man dachte, dass es lustig ist. Mock der PvP-Gott. Was für PvP-Gott? Sie hat viel mehr HP als ich. Das ist super unfair. Was soll ich denn machen? Ich meine, ich sollte meine Waffe buffen wahrscheinlich.
Besser spielen? Fragezeichen. Hey, 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 hey. Herr Lagerfeuer, wenn es überhaupt ein richtiger Name ist. Aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass in diesem Spiel keine Bonfire gibt. Das heißt, deine frechen Meinungen sind hier nicht willkommen. Wenn Melania nicht mit seinen Fäusten klatscht, kennt kein Spaß. Klingt eher nach häuslicher Gewalt, ehrlich gesagt. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich hinrenne. Ich will das Phantom killen. Das Phantom der Oper. Habe ich nie gesehen. Kriegssense. Kriegssense ist nicht wirklich eine Sense, oder? Wo ist sie denn jetzt? Will mich verarschen? Mich extra vorbereitet, jetzt finde ich sie nicht mehr. Okay. Was auch immer. Dann gehe ich wohl weiter. Saugsteinklumpen. Ist offline gegangen. Ich hasse es, wenn das passiert. Verwenden Leute noch das Wort chatten dafür, wenn sie Textnachrichten austauschen? Dann muss ich gerade denken, wegen Offline-Gang. In welchem Kontext? Keine Ahnung. Wollen wir später noch chatten? Meine Eltern verwenden das Wort chatten. Ja, wissen mich gerade. Sag mir gerade, das habe ich sehr lange nicht mehr gehört. Oh mein fucking Gott. Danke. Ich bin noch vergiftet. Nein, nicht... Lass uns mal simsen. Jo, schick mir mal eine Simse. Schick mir mal eine Simse, wenn du da bist. Er wurde verbrannt. Wow, Terpentin hält einfach für eine halbe Minute oder so. Ich wünschte, ich wäre hier nicht runtergefallen. Komme ich von hier überhaupt noch zurück? Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich komme hier nicht zurück. Simse ist nicht mal kürzer als SMS, das sollte wirklich nur cool klingen. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich jemals das Wort Simse verwendet hat. Ich glaube, es war aus irgendeinem Shit-Lied oder sowas. Gefangen in der Modderpampe. Ich heile mich auf. Ja, Simse hat nur 2 Silben und SMS hat 3.
Ich habe übrigens absolut keine Ahnung, wo zum Fick ich bin. Aber ich bin mir sicher, gleich kommt das fucking Phantom und schlägt mir den Schädel ein. Hier sind Schnecken. Und so gewinnt immer die Simse. Die Simse gewinnt immer. Was ist da vorne eine fucking Nebeltür? Oh nein. Ich sag's mal so. Gegen die beiden will ich nicht kämpfen. Ich werde gegen niemanden von hier kämpfen. Ich gehe einfach außen rum. Lass mich hier hoch. Oh Gott. Nein! Nein! Ich glaube, da war gerade wieder die Händlerin. So, verfolgen die mich noch? Oh, fuck. Hör doch auf! Schon. Oh mein fucking Gott, ich hab ihn. Oh nein, das ist noch einer. Weil ich dachte, er wäre ein großer. War der nicht ein großer? Was ist hier los? Knuddels existiert noch. Ist Knuddels nicht eine Plattform, die nur noch von Kinderschändern und denen, die welche tolerieren, genutzt wird? Da war nur der... Er sah so groß aus, weil er da auf dem Steg war. Was höre ich da? Was auch immer ich gehört habe, es war nicht gut. AKA der Vatikan. Mein... Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass die Userschaft von Knuddels nicht so viel Arbeit darin steckt, Dinge zu vertuschen. Würde ich mir wünschen. Wo kann ich hier weiter? Ich kann halt nichts erkennen. Wo kommen überhaupt die ganzen Gegner noch alle her? Ich muss mich kurz auffallen, gebt mir einen Moment. Die Punchline ist, dass es hier nicht weitergeht, oder? Oh mein fucking Gott! Ich glaube, es geht hier nicht weiter. James war der Schlimmste von allen. Der von Team Rocket?
Man findet eine Menge Dunkelmondgras. Hier sollte es weitergehen. Vielleicht James Cameron? Na, den redet niemand ohne Grund. Dafür ist er nicht interessant genug. Vergiftet. Bist du der, der Vergiftungen macht? Hör auf. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich immer noch absolut nichts erkennen kann. Es gibt einen Grund, der zweite Avatar kommt dieses Jahr ins Kino. Niemand redet in diesem Stream über Kinofilme. Klingt ja so, als ob du James Cameron wärst und gern wollen würdest, dass Leute über dich reden. Nein, nein, glaub mir, ich bin wirklich relevant. James Cameron meine ich. Sein Film kommt jetzt dann auch ins Kino. Also ich finde es eigentlich normal, dass man jetzt über ihn redet. Nein, lass mich in Ruhe. Warum triffst du sie nicht? Oh mein fucking Gott. Ist das eine schwere Vergiftung? Nein, war eine normale. Ich glaube, wenn ich da runtergehe, gibt es kein Zurück mehr. Da muss ich wieder außen rumlaufen. Und das ist nun wirklich nicht mein Ziel. Stimmt, der hat nur den Titanic-Film gemacht. Ach so. Ich habe vergessen, dass Leute sich in diesem Stream ständig über Titanic unterhalten. Netter Versuch, James. Netter Versuch. Er hat nur den für 20 Jahre erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht. Ich finde ihn ziemlich cool, diesen James Cameron. Aber da ist aber der Shortcut. Ich will den Shortcut aufmachen, oder? Fuck! Ja, ich glaube, den Shortcut brauche ich. Denn sonst müsste ich diesen Shitweg nochmal entlang gehen. Ich weiß nicht, ob ich das überstehen würde. Demon's Souls hat einfach den besten Sumpf. Das ist nicht der Weg. Ah, fuck, von da kam ich. Nicht vergiftet werden, nicht vergiftet werden, nicht vergiftet werden. Yes! Ich habe 20 Mal Gegengift. Ich kann es mir leisten. Ähnlich wie James Cameron es sich auch leisten könnte, mal einen schlechten Film zu machen. Aber er macht's nicht, weil er einfach ein Genie ist. Au. Es werden einfach nicht... Okay, wo kommt ihr alle her? Wie ist es überhaupt möglich, dass hier noch mehr kommen ständig? Der Sumpf ist super cringe. Warte, wo ging es zu dem Shortcut rüber? Hier? Oh, da ganz links an der Wand entlang quetschen.
Oh, mir fällt gerade wieder eine Sache, die ich anders hätte machen können. Ich habe gar nicht die Bubblegloop. Shit, wie hieß er nochmal? Der eine Sumpf aus Banjo-Kazooie. Bubblegloop Swamp? Irgendwie sowas. Die Musik hätte ich anmachen sollen. Merke hat sie reingelassen. Au. Ich versuche gerade mich zu orientieren. Oh mein fucking Gott. Wenn ihr mich jetzt umbringt, dann werde ich so sauer sein. Dann werde ich so fucking sauer sein. Er kann hoch. Warum muss der Sumpf so dunkel sein? Au. James Cameron chillt irgendwo im Sumpf. Nein, der chillt hier irgendwo im Chat. Versucht das Gesprächsthema ständig auf sich zu lenken. Wie gesagt, netter Versuch, James. Netter Versuch. Nein! Komme ich wieder hoch? Da ist der Regeneration. Komme ich noch irgendwie hoch? Was für eine Strat. Ich meine, das war der beste Sturz, der mir hätte passieren können in diesem Gebiet. Mit viel Abstand. Schau dich meine HP an. Ich habe übrigens große Angst, dass irgendwo dieses fucking Phantom spawnen wird. Ich weiß nämlich nicht, was ich dann machen würde. Außer sterben. Dann wiederum habe ich sehr mächtige Regeneration. Sag hier mal, besser James Cameron als gar kein James in seinem Leben. Naja, ich denke, der von Team Rocket war besser. Dabei bleibe ich. Ich meine, habt ihr das Team Rocket-Lied von dem ersten Pokémon-Album gehört? Das war ein absoluter Hit. James Cameron klingt fast wie James Camera On. Was für ein Fakt. Das ist kein Fakt. Das ist kein Fakt. Das ist eine... Ich weiß nicht, ob es ein lustiger Zufall ist, weil es ist nicht so lustig. Der Schwester Joyce, mein Song ist mein Jam. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hör auf! Was ist das? Was passiert hier gerade? Hat er sich gerade an mir vollgesaugt? Wo kommt ihr alle her? Ernsthaft? Da sind noch mehr! Wo bin ich hier? Ich weiß, dass das jetzt so klingt, als wäre ich sehr verwirrt, aber... Was ist hier los? Was ist das für ein Weg? Da unten liegt ein Item. Schwarzes Terpentin. Kann Terpentin überhaupt eine Farbe haben?
Was jetzt alles, damit ich einfach... Das war jetzt für zweimal Terpentin. Warum bin ich da runtergefallen? Hier ist ein Ring des Diebes? Warum gibt es sämtliche Ringe in dem Spiel zweimal? Das sprechende Mord wäre sicher mehr wert gewesen, als sie jemals mit Ash Pikachu hätten verdienen können. Warum sollte ein Pikachu überhaupt was wert sein? Der ganze Plot der gesamten Serie ist fucking verblödet. Okay, da hinten sehe ich Feuer. Ich denke, das spricht erstmal für Zivilisation. Oder? Ich meine, könnte auch ein Sumpfbrand sein. Eigentlich ist Terpentin farblos und James Cameron weiß, wie man schwarz Terpentin herstellt. Ich denke, man könnte die Farbe gut ändern, wenn man einfach eine Tintenpatrone reinleert. Nach Moos Ausschau halten. Moos wächst immer Richtung... Wollt ihr mich verarschen oder so? Warum sind jetzt zwei große Typen? Ich werde einfach sterben. Gibt nichts, was ich hätte tun können. Wie konnte das passieren? Das sind keine zwei, das sind vier oder so. Wie konnte das passieren? Egal, ich kann jetzt den Shortcut zurücknehmen. Ich denke, es war schon besser, so wie es gelaufen ist. Und wir haben einen Diebesring gefunden. Also das ist auch ein bisschen was. Ich weiß, ich lasse den Regenerationsring. So, jetzt bin ich, glaube ich, hier entlang. Ich dachte mir, so schlimm wird der Sumpf bestimmt nicht werden. Und dann war ich so schnell schon am Ende und ich dachte mir, oh mein Gott, vielleicht schaffe ich den Sumpf sogar ohne... Ich meine, okay, ich bin gegen den Summon gestorben, was auch immer. Beziehungsweise gegen das Black Phantom. Da dachte ich mir, ja, vielleicht wird es trotzdem noch alles gut gehen. Und dann... Ihr wisst, was dann passiert ist. Bin ich runtergefallen. Dann bin ich runtergefallen. Ich verlange die Banjo-Kazooie Swamp-Musik. Okay. Bubble Loop Swamp. 10-Stunden-Version. Step. Backstep! Das hier ist mein Sumpf! Irgendwann sollte ich mal wieder Banjo-Kazooie spielen. Vielleicht werde ich es diesmal sogar durchspielen. Ich habe nie den letzten Boss geschafft. Backstep! Oh mein Gott, er kann hier hoch. Okay. Lass mich in Ruhe. Und jetzt rennen. Läuft gut soweit. Bitte aufhören. Warte, wo geht's ja weiter? Hier hinten? Da hinten geht's weiter.
Zuerst, wir bleiben dabei. Ich will Leben regenerieren. Was willst du dagegen machen, du großes Ungetüm? Wenn ich dich schlage, bis es kracht. Ich muss sagen, dafür, dass ich das volle Regenerationsausrüstungsset habe, habe ich eine Menge Schaden genommen. Au! Dir weiche ich auch mit der Fat Roll aus. Ah, fuck! Er hat mich mit so einer Scheiße erwischt. Wir schaffen das. Das Gute ist, dass die Bosse aus dem Gebiet fucking einfach sind. Oh oh. Im Gegensatz zum Gebiet selber. Au. Ganz vorsichtig, mein Großer. Wisst ihr, was das Problem am Schmutzkoloss ist? Er besteht einfach nur an Scheiße. Aus Scheiße, die sich, die hier rumtreibt. Das ist so eklig. Und sein Oberschenkelschutz sieht aus wie eine Erdnuss. Das ist ziemlich lecker. Okay. So weit, so gut. Wir machen die Musik wieder an. 33.000 Seelen. Das ist ordentlich. Schwebt noch ein Teil in der Luft. Ich würde sagen, wir werden direkt zum Boss rübergehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz meine Demon's Souls Black Phantom Edition suchen. Denn bei dem nächsten Boss möchte ich euch ein bisschen was von der Lore vorlesen. Da oben sind PS3 Spiele. Okay. Das ist die Black Phantom Edition. Da ist ein kleines Büchlein dabei. Unter dem kleinen Büchlein erfährt man ein paar... Oh, es sind zwei Büchlein dabei. Artbook und Soundtrack. Warte, ist da eine CD? Ja, da ist eine Soundtrack-CD dabei. Die habe ich komplett... Die habe ich nie verwendet. Ich mag die Soundtracks aus den Souls-Spielen gar nicht so sehr. Ich meine, sie sind cool und alles, aber... Es klingt halt alles gleich. Es klingt alles gleich. Also, lass mich mal schnell suchen. Warte, es hat gar keine deutsche Übersetzung. Dann nicht. Dann nicht. Ich dachte, das wäre ein deutsches Handbuch. Auf jeden Fall möchte ich, dass ihr über dieses Gebiet wisst. Die Kreaturen, die sich hier befinden und vor allem auch da vorn. Hier in diesem Gebiet werden die ungewollten Kinder hingebracht. Das heißt, zwei Eltern bekommen ein Kind, das sie nicht mögen, dann sagen sie, okay, meine elterlichen Pflichten sind erfüllt, ich gehe zum Sumpf und dann werfe ich's rein. Und es gibt eine Person, die all dieses Leiden gesehen hat und gesagt hat, oh, das kann ich nicht über mich ergehen lassen, ich werde all die negative Energie und was auch immer in mich aufsaugen. Und damit ist sie zu einem Dämonen geworden. Und diese Person werden wir sehen. Ja, sie wurden die Toilette runtergespült quasi. Das ist effektiv, was passiert. Und die Folgen dieser Aktion werden da vorne auf uns warten. Nicht mal den Bloodborne-Soundtrack? Na. Seht ihr, was da oben auch runterströmt? Ich glaube, das... Ist das Abwasser oder sind das auch Teile von den Babys? Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall die Lore hinter dem Gebiet und das ist
erschreckend. Generell, ich glaube, es wurden auch generell Leute, die nicht erwünscht werden, hier runtergeschickt. Aber hauptsächlich Babys. Und da ist der Tier 3 Sub von ihr. Go forth, Galvinland. May you be unharmed. Er hat noch schnell 5 Subs gegiftet, bevor er losgeht. Okay, Galvinland. Das ist mit viel Abstand der dümmste Boss im gesamten Spiel. Slayer of Demons. This is a sanctuary for the lost and wretched. For lost? There is nothing here for you to pillage or plunder. Please, leave quietly. Back with you. I shall let no harm come to this destroyer. May you walk in the deepest. Wenn wir viel Glück haben, schlägt er gegen die Decke und bonkt mit seiner Keule ab. Au. Da war's. Oh, ich kann auch abbonken. Ich lasse euch in Ruhe, nachdem ihr mir meine Seele gebt. Nicht der aufregendste Kampf im gesamten Spiel. Es soll wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man unten gegen ihn kämpft oder so, aber jeder bekämpft ihn hier oben. Zu schwer zum Tragen. Nein! Bei dem Gebiet freue ich mich auch sehr, wie es im Remake aussieht. Und was man natürlich nicht vergessen sollte, was sich hier unten herumtreibt, was man gerne übersieht. Aber hier sind eine Menge von den ungewollten Babys unterwegs. Da will ich nicht hintergehen. Das ist ein verfluchter Ort. Bitte nimm mir nicht meine Jungfrau. Ich habe sonst nichts im Leben. Danke für den Fünfer, Galvinland, aber es ist zu spät. Oh nein, es ist nicht. Habe ich was gegen die Pest? Nein. Wir können auch ein bisschen mit dir reden. You killed him, didn't you? Very well. I can no longer resist you. Do as you like. Take your precious demon soul. Ich bin ganz nervös. Und sie hat sich selbst besiegt. Ja, war ein guter Kampf soweit. Die jungfräuliche Dämonenseele und der Ring des aufrichtigen Gebets. Was macht der Ring des aufrichtigen Gebets? Da wären die Knie zu Wackelpudding. ich werde heute nicht mehr lang streamen. Wir sind nämlich, das war nämlich noch eins, was ich heute machen wollte. Beim nächsten Mal machen wir dann den Rest von dem Spiel. Was macht der Jungfrauenring? Erhöht Wunderangriffe und, warte, war es der? Doch, ich glaube, das war der. Erhöht Wunder und sowas. Ergibt Sinn. Einfach 2 Diebesringe, das ist so ein Schwachsinn. Traglast war, glaube ich, das, was ich will. Oder auch nicht. Es war wohl doch die Ausrüstungslast. Okay. Der alte Patchy. Guter Ersatz, wenn der Amazonas-Junge schon nicht online kommt.
Du bist auch ein guter Ersatz, wenn nicht gerade wünschenswerte Zuschauer da sind. Wie fühlt sich das an, hä? Nein, warte, ich wollte die Stärke machen, nicht Kondition. Ah, egal. I've not seen. No, no. Don't mention it. It's the least I can do for a dear friend. But do pay for them. Ich wünschte, ich hätte gehört, was er davor gesagt hat. Ich habe ein bisschen Vollmondgras, auch wenn ich es an dem Punkt wahrscheinlich nicht mehr brauche, aber. Man kann nie wissen. Dann kann ich nicht zurückfeuern, ich gebe mich geschlagen. Okay, und dann würde ich sagen. Wir haben schwach angefangen. Mit dem fucking Gefängnis, was sehr übel lief. Also von der Unit SVN 245 Bits. Vielen lieben Dank. Stark nachgelassen? Nein, ich habe stark aufgeholt. Es lief dann erst richtig gut. Ich meine, okay, im Sumpf, okay. Es gab Probleme im Sumpf, zugegeben. Aber ansonsten würde ich sagen, wir haben eine Menge geschafft. Ich denke, ich habe mich gut angestellt, ehrlich gesagt. Und ich bin nach wie vor bei nicht einem einzigen Bosskampf gestorben. Das möchte ich nur mal eben so anmerken. Sogar den Flame Lurk habe ich im First Ray geschafft irgendwie. War ein guter Stream.